Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Guten Morgen. Das ist jetzt der erste richtige Morgen, der erste offizielle. Das einzig Gute ist, dass die Wurst wieder da ist. Liegt hier irgendwo auf einem rum. Sieht man das? Da liegt die Wurst. Oh. Aber die Wurst ist auch schwer. Die Wurst erdrückt einen immer. Die Wurst lag die Nacht immer irgendwie auf meinen Beinen. Und dann bin ich aufgewacht, weil die Beine wehgetan haben. Und ich Schmerzen hatte. Dann bin ich aufgewacht. Da war die Wurst gar nicht auf mir. Dann hat mir die Seite wehgetan. Dann bin ich mir auf die andere Seite gedreht. Eine halbe Stunde bin ich wieder aufgewacht, weil mir die andere Seite wehgetan hat. Der Boden ist hart. Isomatte, Schlafsack, Decke, das nützt alles nichts. Thomas macht's richtig, der liegt auf seiner Luftmatratze. Ansonsten kann ich euch gleich zeigen, wie ich hier lieg, wie ich hier schlaf. Mitten hier in so drin, so, aber so. Adi, Schatz. Alles Gute. Manchmal setzt sich die Wurst auch hier hin und gähnt und schlägt und macht und tut. Was die? Man wird auf jeden Fall noch begrüßt. Ach, Wurst. Wieso heißt er eigentlich Adi? Wieso heißt er nicht eigentlich Wurst? Wurst. Wenn ihr eine Katze habt, nennt ihr einfach mal Wurst. Und wenn die Wurst dann die Wurst isst und dann Würstchen macht, das ist voll schön. So, das ist jetzt mein Schlafplatz, habe ich heute Nacht gepennt. Ich dachte, es ist cool, wenn ich hier die Isomatte unterlege, Schlafsack drauf, mit der Decke mich ein bisschen zudecke oder einmummel. Trotzdem, es war so hart, wie ein Obdachloser. Und es sieht so schlimm aus trotzdem. Das muss jetzt alles irgendwie weg. Ich glaube, ich halte keine Nacht weiter aus. Normalerweise nach dem WrestleMania-Wochenende denkst du dir, okay, du gehst dann schön Montag entspannt in dein neues Leben. Aber nein, hier ist Thomas. Guckt euch das an. Beziehungsweise da schläft Thomas. Hallo, Schatz. Ja, da ist Thomas, die Wurst. Der hat natürlich super gut geschlafen. Ey, da hat er so eine super fette Matratze, die ist voll krass und cool ist. Nachdem ich jetzt schon noch nicht schlafen konnte und dachte, nach Samstag, Sonntag, WrestleMania ist es vorbei, ist der neue Plan, ne? Der einzige Plan, den Thomas hat. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, nochmal. Ich frage mich, was wir so lange dann machen wollen und wie lange ich das aushalte vor Schmerz. Aber das geht schon. Nicht klagen, kämpft, ne? Ich frage mich, gegen wen? Der Adi hat die beste Idee ever, der isst nämlich gerade. Ich glaube, wir werden auch dann erstmal was essen und mal zum Lutz. Der Thomas hat nämlich noch keinen Lutz-Döner gegessen und will auch unbedingt mal Lutz-Döner probieren. Oh, Schauspieler oder was? Jetzt liegt er ja da und ist wach. So, da ist der Thomas, da haut er ab mit dem Bierkasten. Und mich lässt er zurück mit die zwei. Ich muss Nachschub holen, halt. So. So macht man das heutzutage als Männer. Wir müssen uns nämlich beeilen, haben nämlich noch einen Raid angesetzt. Einen Raid und müssen zum Lutz und müssen Pfand abgeben und Getränk holen. Gletscherwasser. Prost. Wir sind auf dem Weg zum Raid und dann zum Lutz. Das ist keine Meile. Yeah. So, das ist der Thomas. Und das ist der Lutz-Döner. Und das ist normal, wie er dazu sagt. Und das ist extra scharf.
Also ich schmecke fast nur Soße. Es ist leicht scharf, aber pfeffermäßig scharf. Und spürst halt das Weißkraut beim Reinbeißen. Thomas fällt wieder aus dem Raster. Aber das Fleisch an sich hat keinen wirklichen Geschmack. Fleisch ohne Geschmack? Ja. Normalerweise merkst du ja an einem Dönerspieß, an dem Fleisch auch ordentlich Gewürze. Das schmeckst du halt da gar nicht. Deswegen nehme ich immer extra scharf, dann habe ich ordentlich Gewürze und alles und dann knallt das auch ordentlich rein. Jetzt möchte ich auch einmal reinbeißen. Wir sitzen nämlich heute drin, wer das gar nicht wusste, ihr könnt euch beim Lurz auch reinsetzen. Hier ins Schulcafeteria könnt hier drin sitzen und hier drin essen. Wenn draußen mal die Welt untergeht, ne, könnt ihr hier drin eure letzten Stunden verbringen. So. Ich finde es genial, wie immer. Ist auf jeden Fall nicht so fettig wie bei anderen Döner-Dingern. Und der Preis stimmt. So, und schweren Herzens muss ich mich jetzt trennen von meinen weißen Gummilatschen. Die Mama hat schon die ganze Zeit gesagt, ich soll die wegschmeißen. Die sehen schäbig aus, die gehen gar nicht mehr. Die haben gar kein Profil mehr, die sind total abgegriffen. Jetzt habe ich das Problem auch, du rutscht einfach überall weg. Ich habe gesagt, ich trage die so lang, wie die noch gehen. Aber gestern, als wir die Mama heimgebracht haben, durch die Baustelle, sieht man ja, sobald ich Strümpfe anziehe, komplett neu, sind die gefühlt nach einer Minute einfach unten durchgelaufen und durchlöchert, weil die halt nicht mehr, weiß ich nicht, die Sohle ist halt kaputt. Und weil die Sohle kaputt ist, werden die einfach immer dreckig und gehen kaputt. Und das passiert ja jetzt mit jedem Strumpf, den ich anziehe. Also heißt das, ich muss die Sachen einfach wegschmeißen. So, wir haben jetzt hier eh die ganze Tonne befüllt. Die wird eh demnächst geholt. Da gucke ich mal, ob die noch reinpassen. Ob die Strümpfe noch reinpassen. Und vor allem jetzt die Schuhe. Weil die sind ja nichts mehr, die gehen ja nicht mehr. Und weil ich ja die Schuhe heute anhatte, als ich mit dem Thomas unterwegs war, sind die Strümpfe, die ich anhabe, natürlich jetzt auch komplett durch. Und kaputt und durch Löcher. Da kommen die auch gleich mit weg. Ich weiß nicht, ob man das normal hier reintun. Wir tun es jetzt einfach mal da rein. Da wird sich die Mama auf jeden Fall freuen. Wird sagen, endlich bist du die Schuhe los. Aber das Gute ist, ich habe ja noch 5 Paare. 5 Ersatzpaare. Nigelnagelneu, eingeschweißt, weiß. Wegen euch, weil ihr mir welche geschickt habt. Ab morgen also neue weiße Gummischuhe. Toll. Sieht halt einfach genauso aus wie weiße Gummischuhe. Weil man halt einfach immer Strümpfe anhat. So, und was ist das Sinnvollste, wenn du mitten im Umzug bist, Stress hast, keine Zeit hast, alles zack, zack, zack gehen muss? Der Zai kommt vorbei, mitten in der Nacht, fährt durch die Gegend. Wie lange bist du jetzt gefahren? 3-4 Stunden hast noch Rast gemacht, gegessen, den Hasentod gefahren, habe ich gehört. Und jetzt fängt er an und tut meinen PC auseinanderlegen, sodass ich auch noch mehr unter Druck stehe und keine Videos und Streams mehr machen kann. Wohnung weg, Kanal weg, alles weg, Fernraid-Pässe weg. Was? Nix. Aber Oettinger ist am Start. Da hinten ist der Thomas und guckt mal, was er mitgebracht hat. Der Zai. Ihr kennt ja Oettinger. Ihr könnt bestimmt aus Oettinger Cola, Bier, ne? Das saufen die in Limburg nämlich immer. Und Oettinger Radler, ne? Für die Damen. Und jetzt, das habe ich noch nicht gesehen, Original Oettinger Glorietta Cola. Das ist sehr interessant. Keine Cola. Glorietta Cola. Was? Dann Glorietta Zitrone. Glorietta Orange. Und was fehlt? Neben Zitrone, Orange und, naja, Apfel, Kirsch. Wie sind sie denn da hingekommen? Man weiß es nicht genau. ACE gibt's auch. Zeig nochmal den Bobs, den habe ich jetzt nicht ganz drauf gehabt. Ja, das ist auch gut so. Die Hose ist auch kaputt, ne? Ja. Ist bestimmt vom Unfall mit dem Hasen. Ja, ja. Angstschiss. So, wir sind jetzt hier Tagnummer, ich habe keine Ahnung was. Wir waren gerade in Meiningen, ich mit Thomas, Einkäufe gemacht. Der Zai war den ganzen Tag allein zu Hause, hat sich versucht, um den PC zu kümmern, hat irgendwas gemacht. Bald geht's wieder los, Stream, sich rast aus, nichts geht. Oh mein Gott, die Verzweiflung ist da. Aber ich habe ihn einen Mümmelmann mitgebracht. Guck dir das an.
Damals gute Zeit, Limburg hat er mir das gezeigt, habe ich an ihn gedacht beim Einkaufen. Thomas mag eh gern so Kräuter, er ist eh ein Mümmel und deswegen würde ich sagen, Prost. Ich hab meinen Mümmel gestern Schön, dass du da bist, schade, dass du wieder gehst und nichts funktioniert. Mal gucken, wie es weitergeht die Tage. Thomas, denn ja. Thomas ist beschäftigt, der arbeitet schon wieder. Ist ein Arbeitstier, Thomas. Kennt ihr Mümmelmann? Schreibt's mir in die Kommentare. War ein harter Tag, wird noch härter, aber jetzt erstmal den hier. So, das ist der Ramses, das ist der Döner und das ist der Umzug. Also wir sitzen gerade jetzt kurz mal, weil es ist der letzte Abend, wo er da ist, der den PC kaputt gemacht hat. Der hat sich jetzt ein Lach-Matschun geholt, ne? Lach und ein Matschun. Wir trinken noch ein Bierle. Guckt euch mal die Atmosphäre an. Das ist der Thomas, nein, das ist der Döner, jetzt mit Kräutersoße. Und am Morgen bin ich wieder alleine mit dem Thomas. So, der Zai ist jetzt weg. Das ist der Thomas. Und das ist der Raid an der Sonnenuhr. Das ist der Ultra-Raid. Zwei Handys, drei Accounts. Ja. Turmbräu Weißbier plus Mettbrötchen. Das perfekte Frühstück. Kurz vor Raid Nummer 2, weil es heute voll nass und kalt ist und irgendwie weiß ich nicht. Der Umzug geht auf jeden Fall nicht voran. So, das ist Raid Nummer 2. Mit dem Turmbräu Weißbier. 19 Leute in der Lobby und jetzt zählt mal durch, wie viel hier sind. 2. Dank an der Jentik. Dass wir demnächst alleine hier stehen, ohne was. Das ist ein Umzugsvlog. Guck mal, Sturmwaffel. Das ist kein Sturmwaffel. Aber guck mal, wie das aussieht. Wir müssen uns jetzt die größte Aufgabe hier, diese, der Abschied. Und es fällt auch noch schwer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dosmas Max Shot. Ich weiß gar nicht, ob das weiße Flaschen sind. Dosmas Fresh Min Shot. Dosmas Nuts Nougat Hazel Short. Sieht genauso aus wie der Container. Dosmas Nasty Nuts Shot. Milde Nutty Party Shot. Love mit Wodka. Dosmas Pink Shot. Freshen Fruity Berry Shot. Dosmas Kiss Shot Smooth and Shock Lady Mint Shot Boosted by Vodka. Dosmas Fire Shot Hot and Spicy Cinnamon Shot Kicked by Whisky. Ist das nicht dieser eine Spoofer? So. Das ist voll traurig. Und weil es so traurig ist, müssen wir hier die Amikosi. Vielleicht kennt ihr die noch. Das sind die Amikosi Sosi Behälter. Da hat Amikosi Knoblauch Chili Soße extra scharf gemacht. Er hatte mir geschickt mild und fruchtige Chili-Soße. Oh, die hat gescheppert. Unfruchtig scharf. Weil es so schön war, noch ein Mümmelmann hinterher. Ja, komm, dann nehmen wir die zwei halt auch noch. Thomas, so, siehst schon so aus. Fertig. Das hat mich jetzt hier getroffen. Wie lange habe ich diese Sammlung aufgebaut mit Dosmas? Das hat mich auf Oettinger getroffen. Ihr kennt eh nur die eine Dosmas-Sotte. Wenn ihr mehr kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Aber man muss loslassen. Hätte schön ausgesehen im Regal hinter mir. So, und weil ich ein richtiger Messi bin, habe ich auch immer noch meinen allerersten Adventskalender, den ich je hatte. Der war nämlich von Pechkeks. Und weil der Thomas seine Aggression ablassen muss und raucht. Ach, hast du die jetzt weggemacht? Gut. Habe ich gedacht, ich überlasse Thomas mal die Ehre, dass der sich jetzt um den Kalender kümmert. Tschüss, Thomas. Und so kann man auch was entsorgen. Bruder, ich schwör, guck mal. So nimmt er viel weniger Platz weg. So, wenn ihr euch fragt, was wir die ganze Zeit machen, es ist ja WrestleMania-Wochenende gewesen während des Umzugs. Das heißt, die lungern hier alle rum. Das ist die Mama, das ist der Thomas, ne? Das ist der Ramses und ja. Wir haben WrestleMania geguckt, zwischendurch aber trotzdem immer versucht, die Wohnung weiter auszuräumen. Wenn es so weitergeht, werde ich mein Nachtlager vielleicht noch umdekorieren und doch hierher verpflanzen, dass der Thomas nicht so alleine ist. Weil Hannes und Shania kommen ja auch noch am Mittwoch. Das heißt, er ist schon eine Woche lang schlafen auf dem Boden, ne? Und dann noch mit mehr Leuten, das wird richtig lustig. In diesem Gefrierschrank war ein Feuerzeug, war ein Papier und Adi seine Soßen. Thomas, du weißt schon, dass ich jetzt mittendrin erst angefangen habe, weil du hier rumschreist. Es braucht doch Zeit zum Angehen. Ja. Was Thomas euch sagen wollte, ist, dass er jetzt den Gefrierschrank mitnimmt, weil den findet er voll cool.
Den trage ich jetzt auf dem Rücken nach Hause. Weil das war immer Ramses Kitchen und irgendwann sind die zwei Dipsoßen weggekommen und jetzt sieht man hier in der Ecke die zwei Dipsoßen. Süß-Sauer-Dip und Curry-Dip. Aber Thomas hat gesagt, die schmecken eh nicht, also kommen die jetzt auch weg. Und der ist wichtig, weil wir wollen ja Ramses Kitchen machen. Und das ist das einzigste Ding, was die perfekte Höhe hat, um sich dran zu setzen und irgendwas in die Kamera reinzutun. Andere würden einen normalen Tisch nehmen. Wir nehmen halt einfach einen Gefrierschrank. So, nochmal kleiner Zwischenstand. Bei uns ist jetzt Dienstagnacht. Ich will jetzt gleich für Raider Mittwoch die Sachen abscreenen, weil ich das selber Dienstagnacht mache. Thomas ist immer noch da. Thomas kam ja letzte Woche Mittwoch. Dann haben wir die Möbel raus. Seitdem habe ich ja am Boden geschlafen. Und jetzt habe ich am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und dann nochmal Mittwoch, Donnerstag, Freitag, also so lange jetzt dann hier in diesem Nachtlager auf dem Boden mit der Isomatte Decke hin. Sonst war der ja Matratze jetzt nicht. Thomas hat auch Probleme mit seiner Luftmatratze. Der Adi hat da irgendwie ein Loch reingestochen. Jetzt, wenn Thomas die abends aufpustet und sich hinlegt, frühs hängt er einfach unten auf dem Boden. Das Ding ist kaputt. Das können wir euch sicherlich nochmal zeigen. Und morgen am Mittwoch kommen Jenaya und Hannes, weil wir am Donnerstag eine Abschlussmeile machen wollen mit Thomas. Die restlichen Sachen hin und her und alles. Die Wohnung wird ja immer leerer, ne? Hab das jetzt überall schon mal gesehen. Hier ist eigentlich so gut wie ja nichts mehr. Das heißt, das ist meine letzte Nacht hier auf dem Boden bei mir im Schlafzimmer alleine. Denn wenn Jenaya und Hannes da sind, die müssen ja eh beim Thomas im Wohnzimmer schlafen. Und wenn die alle auf dem Boden liegen mit Schlafsäcken oder sonst was, da lege ich mich mit dazu. Jetzt war es so, Thomas Wohnzimmer, ich Schlafzimmer, aber wenn die anderen zwei noch da sind, dass sie zu dritt drüben schlafen, komme ich als Viertes dazu, leg mich mit dahin und dort wird dann auch am Donnerstag zu viert die Meile begonnen aus dem Wohnzimmer heraus. Das wird bestimmt richtig genial. So, und da der Adi-Schatz nichts mehr hat in dieser Wohnung, schläft er jetzt in diesem Karton. Das sieht dann so aus. Adi-Schatz! Wir holen jetzt die Jenaya vom Bahnhof. Sonst zur Begrüßung müssen wir der Jenaya natürlich noch ein Bier mitbringen. Und da ist noch ein schwarzes Schaf. Deswegen nehmen wir jetzt einfach einmal dies und einmal jenes. Und der Thomas, der hat seinen Apfelsaft mitgenommen in der Dose. So, im Rewe gab es jetzt Gratisbirnen. Die sind richtig groß und fett. Und deswegen kann der Thomas mal den Splint ziehen. Thomas! Ach Mann! Das ist richtig nice. Sonst liegen da immer Mandarinen, jetzt war da nur noch Schokolade und in dem einen Körbchen war einfach eine Birne. Schmeckt wie ein Apfel. So, weil Ostern ist, nehmen wir natürlich noch einen Hauptbär mit für 9 Euro. Hier gibt es nämlich mega die Auswahl. Aber könnt ihr mal sagen, welcher am süßesten ausschaut von diesen ganzen komischen Dingern? Die Biene! Na, ich nehme natürlich den hier, den ihr gar nicht seht. Das ist nämlich gelb. Bitteschön, Thomas. Frohe Ostern. Hier seht ihr jetzt den Thomas, wie er der Jenaya einen Döner mitnimmt. So, hinter mir seht ihr den Thomas, ja? Was mir aufgefallen ist, der nimmt immer mit Tzatziki, also mit Knoblauchsoße und nie scharf und noch ohne Rotkraut. Das sagt viel über den Thomas aus. Und da kommt jetzt der Jenaya, ihr Zucht. Der fährt ein. Und Thomas hat gesagt, ich soll den filmen. Also Thomas, filme ich dich jetzt. Ja. Da waren Hühner. So, da ist jetzt die Jenaya und hat Hühner mitgebracht. Genau. Jenaya, das ist der Thomas. Thomas, das ist die Jenaya. Ich bin der Ramses und du bist die Jenaya. Ach, danke schön. Wusste ich gar nicht. Ihr müsst euch jetzt auch anfassen. Warte, anfassen. Naja, jetzt noch so, aber heute Nacht, ne? Alle in einem Raum. So, jetzt gibt's erstmal Futter. Da haben wir nämlich ein schwarzes 5-0er, ein rotes 5-0er und ein Kinderbier für den Thomas. Und Jenaya, machst du das mal bitte auf? Schön. Super. Kannst du das mal kurz halten? Jo. Damit ich das hier drauf aufmache.
schön schauen. Und jetzt müssen wir eigentlich mit dem Thomas anstoßen. Thomas, mach mal schnell auf hier. Die Sonne brennt. Ja, Kinder, Bier hat halt keine Kohlensäure. Sag ich erstmal kurz Prost. Prost. Dann nehmt alle mal einen Schluck. Wollen wir jetzt tauschen, weil du magst ja eigentlich das Schwarze lieber als das Rote. Ihr habt mich schon gewundert. Das war der Plan. Mann, ist der schlau, du. Da hast du, kannst du nicht mit rechnen. Ich merke gar keinen Unterschied. Schmeckt beides scheiße. So, und passend zum Kinderbier gibt es einen Kinderdöner vom Bilddönermann aus der Wanddische. Naja, hat auch einen. Die zeigt mir jetzt die rote Kappe. Zack. Und dann können wir alle mal. Und dann irgendwann später kommt Hannes. Und dann tun wir so, als hätten wir noch nichts getrunken und gegessen und machen das gleiche nochmal. Dill-Döner-Mahn in der Wand. Aber diesmal hat es keinen Kopf. Und der hat so viele Döner. Ja. So, wir wollten jetzt gerade los zum Bahnhof, ne, weil wir ja wussten, der Hannes kommt um 17.11 Uhr, aber es hat 16 Uhr schon an der Tür geklopft und da war der Hannes schon da. Das ist der Hannes. Moin. Hinter dir ist es hell. Wir fassen ihn auch mal an, dass ich sehe, dass es wirklich der Hannes ist, dass der real existiert. Genau. Und da liegt schon wieder der Greenscreen. Da ist immer noch die Shania. Und ich habe die ganze Woche bei mir im Schlafzimmer geschlafen, ganz alleine, fernab vom Thomas. Aber jetzt habe ich Bodyguards, die mich beschützen in der Nacht. Deshalb werde ich mein Lager heute auch hier ins Wohnzimmer verlegen, weil die anderen ja auch hier schlafen. Und bevor ich alleine bin und die zu dritt, mache ich mit und wir sind zu viert hier. Da ist jetzt ja ein bisschen Platz. Wir schmeißen jetzt dann einfach alles hier rüber und mal gucken, was passiert. Eine Woche lang habe ich jetzt so gepennt. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Und jetzt Mittwoch kommen wir zusammen. Da sieht man nochmal das Nachtlager. So sah es also aus. Hier alleine abgeschottet immer von den anderen. Das werde ich jetzt alles mit rübernehmen. Die Isomatte da unten mit ein paar Deckchen drüber. Die ganze Kissenlandschaft. Alles irgendwie zusammenbauen. Das, was uns gemütlich machen. Denn morgen ist die goldene Meile. Das wird lustig, hoffe ich. Das ist ein Umzugsvlog eigentlich. Was machen wir überhaupt? So, die Schlafplätze sind eingerichtet, ne, für die Tage, wo die Jungs und die Mädels da sind. Und vor allem auch für nach der Meile. Ich zeig's euch mal kurz, wie das jetzt aussieht. Wenn man hier reinkommt, sieht eigentlich ganz normal aus wie immer. Da liegt die Shania, die ist jetzt mitten im Raum. Da liegt der Greenscreen, ne? Der hat immer noch hier die dicke Matratze. Ich habe mein Zeug jetzt hier so an den Rand gelegt. Habe mir dazwischen den Fernseher und den Schrank noch diese Kissenwand hin. Jetzt sieht es aus wie ein Sofa. Und Hannes hat sein Feldbett dabei. Der liegt da hier hinten, da aufgestellt, erhöht. Decke ist da, Lammfell ist da. Oder was ist das? Ja, Lammfell. Ja, ist da, genau. Ein Kissen Lammfell. Da. Und wenn er nachts hier runterrollt, rollt er da drauf. Genau. Und dann weicht er aus und rollt hier rüber und alle fahren durch die Gegend. Und so sieht das dann vielleicht ungefähr aus, wenn man die Nacht hier schlafen will. Ob das bequem ist und wer am lautesten schnarcht, findet man dann in der Nacht raus. So, jetzt habe ich noch eine ganz traurige Nachricht natürlich. Und zwar, wir haben jetzt geknobelt, wer mit mir zusammen die Raidmania streamt. Thomas wollte nicht. Der war letzte Woche bei der Raidmania schon dabei. Hannes und Shania wollten sich alle den Vortritt lassen. Ich habe jetzt gerade gemacht, das Shania mit, weil die hat noch mehr Bezug zur Community als der Hannes. Der ist immer eher so ein bisschen für sich und muss nicht eben hier so. Und Shania ist ja sowieso immer da. Ne? Und deswegen mache ich das mit Shania und habe gefragt, ob die Jungs vielleicht sich mal um das Bad kümmern wollen so lang. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, aber leider muss ich diese ganzen grünen Fliesen alle abmachen. Beziehungsweise nicht die Fliesen abmachen, aber diese Klebefolie, die hier dran ist. Und das ist halt schade, aber das geht eigentlich sehr gut, weil ihr nehmt einfach dann hier die Kante von der Klebefolie und zieht die dann einfach ab, ne? Ungefähr so. Zwischendurch sieht man, dass Adi ganz interessiert guckt. Der Adi guckt, wie die Klebefolie abgeht und dann ist die ganze Klebefolie ab. Und das könnten die zwei ja machen, der Hannes und der Thomas, solange ich mit der Shania die Stunde des Zeugs stream. Dass sie einfach hier diese Klebefolie abmachen, überall. Wie habe ich gesagt, das ist so stabil und geht gar nicht kaputt. Und jetzt reißt ja alles in Schutt und Asche. Viele Leute, die da waren und haben sich die Wohnung angeguckt, haben gesagt, das ist das Highlight, die grünen Fliesen an der Wand. Die fanden das richtig herrlich, aber ja, leider für die Nachmieterin muss das alles ab. Sieht es dann halt wieder nackig aus.
Hättet ihr das Bad so übernommen oder hättet ihr gesagt, die Fliesen müssen ab? Da kann man sogar noch ein Minispiel draus machen, weil der Ball, der klebt jetzt. Und wenn man den an die Wand wirft, dann klebt der wieder. Da kann man den wieder da dran packen. So. Die Fliesen müssen ab, genau. Die Fliesen. Da haben sie jetzt was zu tun, während wir streamen. So. Ja, ich wollte doch einfach nur. So. Ja, ich kann nicht mehr reden. So, wir sitzen jetzt im Thomas im Lieblingslokal, ne? Das ist der Ramses, der hat sich jetzt eine Pizza geholt. Die Shania hat was? Ein Hawaii-Baguette. Eine Hawaii-Baguette, die Thomas hat? Lach, mach schon. Lach. Und der Hannes hat? Ein Döner. Döner, ein Döner. Da ist der Fernseher und da ist das Bier und da sind die Kerzen und. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Und dann ist die erste Nacht im gemeinsamen WG drin, ne? Sofort. Der Thomas hat uns jetzt den Trick gezeigt, wie man aus einem normalen Baguette ein Laugenbaguette macht. Da ist noch ein Laugenbaguette. Man wartet einfach, bis es schwarz wird. So. Das war nicht mal 2 Minuten. Das ist der Thomas. Bei uns ist nämlich heute Karfreitag. Und das ist der letzte Tag, wo die Jungs und die Mädels da sind. Und es ist wie gesagt Karfreitag. Und die wollen jetzt grillen. Und ich habe eigentlich voll schlechte Laune, weil mir der Zahnarzt nicht aus dem Kopf geht. Aber die tun ihr Bestes, dass auch trotzdem irgendwie das bisschen osterlich wird. So. Da ist Pupsi, die rennt hier rum. Hallo. Da ist Mariechen. So, da ist der Hannes. Moin. Der Hannes ist nämlich auch da. Moin, da Prost. Ist der Timo. Der Timo Hallo. Ist auch da, den kennt ihr auch noch. Die haben sich alle hier eingefunden. Der Timo wollte gestern auch die Meile mitmachen. Dann ist leider nichts geworden, aber er ist trotzdem heute zum Grillen vorbeigekommen. Da soll die anderen auch mal kennenlernen. Den Thomas, den Hannes, die Jenny, die ist nämlich auch da. Den kannst du nicht lange drauf haben. Die sitzen nämlich hier drin. Ach, ist das schön. Da ist nämlich das Muttertier. Hallo. Da ist die Shania. Und da ist der Furz. Oh, Mann. Robert. Heißt der eigentlich. Gut, so. Die spielen alle Pokémon, auch der Furzbob. Mit dem habe ich damals immer Heatran im Duo gemacht und Rayquaza im Duo. Aber jetzt spielt er, glaube ich, nicht mehr so. Das ist Karfreitag und heute ist die allerletzte Nacht in der Wohnung. Also das letzte Mal, wo ich in meiner Wohnung schlafe. Deswegen wird das ein ganz besonderer Moment, Tag, Abend, wie auch immer. Und ja, eigentlich bin ich komplett down, weil mir der ganze Mist nicht aus dem Kopf rausgeht. Und so ungerecht ist. Aber jetzt erstmal gleich so ein schönes Laugenbaguette essen. Vielleicht wird es dann besser. So, und wie man sieht, die Höhle der Löwen sieht immer zur Berste da aus. Denn da war immer die Streaming-Ecke. Da steht noch ein Drucker und jetzt seht ihr, es ist passiert. Der Schreibtisch ist weg, der PC ist weg, die Pinnwand ist weg. Eigentlich hast du immer hier gesessen und dann zeig mal einen Adi-Schatz und hast immer rüber geguckt, aber jetzt ist es passiert und wenn das weg ist, dann bin ich auch weg. Und deswegen gehen wir jetzt nochmal mit dem Thomas, mit dem Adi-Schatz, mit dem Hannes, mit der Shania und mit dem Timo. Denn ohne den wäre es gar nicht möglich gewesen, den Schreibtisch wegzubringen. Ach komm, ich werde doch gleich rot. Sieht man eh nicht, ist ja alles dunkel. Jetzt nochmal ins McDöner, letzter Abend, letzte Nacht Wohnung, letzter Abend McDöner, nochmal kurz zusammensitzen und alles und morgen kommt die Katze weg. Also mit ins Auto und so. So, wir sitzen jetzt wieder hier im McDöner, Thomas' sein Lieblingsrestaurant. Mr. Greenscreen. Ja. Thomas ist auf Diät, bei dem gibt's nur Handy. Beim Rest, das Bier ist aber hauptsächlich schon leer gesoffen, ne? Ja, kann ich nichts dafür, aber noch. Guckt euch doch mal dieses schöne Ambiente an, das ist ja, ach, das, ist ja das letzte Mal, ne? Dann bist du weg. Der Timo hat eine Schinkenpizza. Die Shania hat ein Thunfisch-Zwiebel-Baguette. Der Hannes. Ein Cheeseburger. Hat einen Schieber. Wo ist gerade mit dir los? Ne? Der Hannes hat einen Cheeseburger, ne, mit Schießbudenfiguren. Jo. Und ich ein McChicken. Hey. Das sieht ja wieder aus. So, wir lassen es uns jetzt schmecken. Letzter Abend. Und dann morgen kommen die Katze weg. Genau. So, der Thomas hat seine Gummipuppe wieder aufgeblasen. Und ich muss nochmal sagen, es war ein richtig schöner Abend nochmal zusammensitzen im McDöner. Wir wollten eigentlich nur alle ein Bier trinken.
Jetzt sind es drei Bier für jeden geworden. Es hat jeder nochmal was gegessen, außer der Greenscreen, ja, der Thomas. Und normalerweise haben die 22.30 Uhr auch schon Feierabend gehabt. Jetzt war es schon fast 23 Uhr, aber die haben uns einfach sitzen lassen. Das war auch gar kein Problem. Thomas, nur, könnt ihr auch noch Essen machen? Ja, Bruder, kein Problem, auch noch Essen. Aber ihr habt doch schon seit einer halben Stunde zu. Ja, keine Pizza mehr, aber Döner geht ja mal alles noch her. Fand ich auch irgendwie cool. Wir haben auch wieder drei, jeder hat sich wieder einen Lutscher mitgenommen. Bei McDöner, richtig genial. Und das Beste war, wegen Bezahlen, ich habe gesagt, ich nehme eine Runde Getränke. Hannes so, ich nehme auch Runde Getränke, aber wir hatten ja drei Runden. Jetzt hat der Hannes sein Portemonnaie rausgeholt, hat hier die ganzen Geldscheine auf den Tisch gestapelt. Da sah monströs aus. Ich gesagt, warte mal, halt mal mein Bier. Ich, Portemonnaie ausgepackt, alles auf den Tisch hier. Da habe ich gesagt, was arbeitest du? Nix, Hartz IV, fertig. Willkommen im Club. Also, das musst du dir mal vorstellen. Alles schmeißt die Profis durch den Club. Das Geld ist nicht alles und so, aber trotzdem jetzt, ich gebe nie was aus. Ich kaufe eigentlich nie was. Da kann man ja mal so spendabel sein und es war cool einfach mal zu machen und den anderen auch zu gönnen und aus Dank. Timo ist jetzt auch gefahren, Timo ist jetzt nach Hause, Hannes hat Bock, der möchte jetzt noch ein Bierchen trinken, habe ich gehört. Wir haben hier vorne jetzt auch die Minibar aufgebaut, das ist die Minibar. Sag mal, der hat doch jetzt nicht so schnell gegessen, oder? Nee, Adi. Er hat ein bisschen was gefressen. Adi, du hast doch Essen gekriegt gerade vom Hannes. Ja. Musst doch essen, schnell rüber. Ess dein Essen. Das ist die Minibar, die haben wir noch die letzte Nacht in der Wohnung. Hier ist noch ein gutes Luther-Starkbier drin. Hier ist noch ein Schwarzbacher Winterbier. Hier sind noch zwei 5-0er Original. Und hier ist immer noch Kokospfeffi. Passt zum Thomas sein T-Shirt. Yo. So, aber was hier passiert in der Wohnung, bleibt in der Wohnung. Wie Las Vegas, versteht ihr? Das ist die letzte Nacht in der Wohnung. Ich muss nur irgendwann das Wandertuch noch abmachen. Und die Tür, ist euch das eigentlich bewusst, dass das gut aussieht? Und hinten sieht es noch besser aus, aber dass diese braune Folie noch von der Tür abgerissen werden muss, komplett, das können wir ja vielleicht morgen tagsüber noch machen, sagt der Mr. Miyagi auch. So, jetzt bin ich... Jetzt bin ich leider zu spät. Jetzt haben wir nicht gesehen, was hier los ist. Was sie schon wieder machen. Ich habe mir jetzt meinen Schlafanzug angezogen im Ferienlager. Und ich glaube, wir legen uns jetzt bald hin. Wir können ja noch das Licht ausmachen, noch ein bisschen reden. Und ein Winterbier ist noch da. Und hier ist nämlich noch ein Feuerzeug. Und die Shinaya, die kann bestimmt das Feuerzeug jetzt hinten einfach mal runterdrücken mit Schmackes. Das ist hier zack. Mit Schwung. Eieieiei. Das war Schwung. Das war Schwung. Dieses Wandertuch muss noch weg. Guckt euch das an. Genau, der Blarre hier. So, das gute Schwarzbacher Winterbier. Letzte Nacht, ich sag's nochmal hier. Farbe, Urin und Pikachu. Und Artischatz. Warte mal, die Luft ist wirklich raus. Also man hört schon, den Jungs und den Mädels, denen geht's gerade richtig gut. Die haben nämlich jetzt im Land im Landschulheim haben sie jetzt den Landbierlikör entdeckt. Und eigentlich dachten wir, wir schlafen schon, aber irgendwie sind wir noch drauf und dran, noch die Nacht einzuläuten. So. Adi, ich brauch den nicht. Man sieht zwar nix. Adi, schläfst du noch? Ich brauch Adis Hilfe. Der Thomas will nur Zeit schinden. Ich sehe das schon, was er da macht. Total. Der will uns alle totlachen. Brise, One-Touch. Ja, wenn ihr auch schon mal in der Jugendherberge wart, schreibt's mal in die Kommentare. Zum Glück sieht man nichts. Und man hört, es reicht. Die Nacht ist legendär. So. Man kann mal kurz den Raum zeigen. Da hinten sitzt der Hannes. Hallo. Da ist die Shinaya. Moin. Da hinten liegt irgendwo der Tommaso Ciampa. Keiner da. Adi Schatz war auch irgendwo, da, keine Ahnung. Da hinten ist er. Hä? Da ist der Tommaso Ciampa, genau. Adi Schatz.
Alles Gute, der guckt, was ist denn hier los? Im Ferienlager haben die jetzt gesagt, du kannst nicht ins Bett, wenn du nicht erst noch den Berliner Luft probiert hast. Das ist nämlich hier vom NetGhost und vom Dennis. Die haben uns damals Berliner Luft Lakritz mitgegeben. Und ich geh 3 Meter höher. Neben Berliner Luft Lakritz haben wir noch Peppermint Peach. Das hast du nämlich vergessen. Das ist noch mit Pfirsich. Das ist also nicht einfach Berliner Luft, das ist Berliner Luft mit Pfefferminz, Pfirsichgeschmack. So ist das nämlich, genau. Das ist die ganze Geschichte. Das möchte der Thomas jetzt mal probieren. Den mit Lakritz auf jeden Fall. Kannst du mal aufdrehen? Ja, klar. Thomas, genau. Nein. Vor allem die trinken einfach. Nein, ich bin da raus. Bei dem Geschmack bin ich komplett raus. Ach komm. Nein, ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Ich kotze davon. Aber bei McDonald's heißt es immer, ich liebe es. Das ist mir doch egal, was es da heißt. Aber ich sag, da gibt es gratis Cola. Aber ja. Nein, ich kotze davon. Ich auch. Nein, ich krieg da komplett Magenkrämpfe und kotze davon. Das ist das Ferienlager. Und wie schmeckt's? Nach Lakritze. Echt? So nach Schnecken oder was? Hannes trinkt sich ein. Das ist ein Gurt. Das schmeckt doch gar nicht nach Lakritze. Lakritze mag ich eigentlich gar nicht. Sag ich mal. Das ist eigentlich nur ein reiner Pfeffi. Das ist ein Lörres. Also, Uso ist schlimmer vom Geschmack her. Das schmeckt ja teilweise auch nach Lakritze. Nee, weil Uso ist mit Anis. Anis-Schnaps. Das schmeckt wie Anis. Uso ist Anis-Schnaps. Das schmeckt doch auch wie Anis. Das schmeckt wie diese Halsbonbons, die es da gibt. Mhm. Das ist doch nicht mit Lakritz. Also das ist schönes Hustenbonbon, was das gerade ist hier so. Genau. Ja, mach mal das Ding zu hier, bevor du die ganze Buddel leer hast. Dann probier lieber nochmal die Berliner Luft Peppermint Beach. Genau. Dann kannst du nochmal im Ferienlager die Flasche aufmachen. Oh, Alter, ey, wenn ich deinen Atem rieche, Alter, nein, ich bin da raus. Nein, das ist der normale. Schmeckt's nach Pfirsich? Hallo, das ist der normale. Ja, ihr Grinse. Also, hier ist der Minze. Nach Minze, ja, aber eigentlich muss Minze mit bisschen fruchtig schmecken. Fruchtig, ja. Hannes. Ich trinke hier. Sag mal, du mit deinen Füße da. Der hat Füße dabei, guck. Auf der Isomatte. Aber ich muss sagen, ich mag den hier lieber. Ja, absolut, der ist wahrscheinlicher. Die sagen alle, der erste ist der beste und jetzt kommt der zweite und schon ist der erste nichts mehr besser. Wert. Ja. Der zweite ist wesentlich besser vom Geschmack her. Weil das Peppermint Peach ist. Wir haben noch ein ganzes Probierset von den Berliner Luftdingern. Da sind ganz viele kleine Taschenrutscher drin, hat keiner mit mir getestet. Nein. Es schmeckt lecker. So, ganze zumachen. Achso. Sie wollten noch einen Schluck zumachen. Also ich fand den ersten besser, der zweite schmeckt mir gar nicht. Da dreht sich mir gleich alles rum. Sie wollten noch einen Kotz zumachen. Okay. Das ist, boah, das schmeckt doch voll nach Babbe da hier. Die können ja alleine trinken da. Schmeckt das Teil. Das ist der Umzugsbart. Der Muster nach dem Umzug ist der Bart-Geschichte. Das Ding ist für maximal 300 Kilo ausgelegt. Ja, also. Was macht ihr denn da für komische Moves da aufeinander? Kackelikack. Oh, das ist herrlich. Adi, Schatz. Guck mal. Der hat sich jetzt einfach hier hingelegt. Wie schön, wie gemütlich, wie mit viel Schwanz dran. Adi, das ist viel zu hell, Adi. Du darfst nicht ins Licht gucken. Guck nicht ins Licht, Adi. So, die Nacht ist vorbei. Die letzte Nacht. Das ist die Shinaya. Guck dir das an, wie die da rumkriegt. Was machst du da? Da kommt eine Flasche. Auf den Grünen. Und ich weiß nicht, was die gemacht haben. Die haben irgendwie gesoffen bis 3 Uhr nachts. Das sieht man hier. Da sind noch die Spuren da. Da gab es noch Berliner Luft, Lakritz. Das war ein Thomas seiner. Dann gab es noch Berliner Luft mit Peppermint Beach.
Und dann gab es noch Fischen. Hey, was war da denn los? Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wir wollten angeln. Ja, genau. Deswegen gab es Fischen. So, und das waren die vom Dennis und vom Let Goes. Und jetzt haben wir auch ein Tasting gemacht. Nur ohne Video. Adi, Schatz. Alles Gute. So, ein Ding, was noch gemacht werden muss, ist dieses Wandtattoo zu entfernen. Das kann man auch nicht nochmal nehmen, weil jeder einzelne Punkt hier ist ja einzeln. Das kannst du nicht alles im Ganzen einfach abnehmen und das war's. Wenn du da hingehst und das abziehst, dann ist das ab. Und dann kommt das für die Tonne. Das ist auch jetzt, hängt schon 8 Jahre da dran. Wie ihr seht, geht das auch schön kaputt. So ungefähr. Adi, Schatz. Hui. Duble Marker. Klingt wie ein Sandwichmaker. Und wenn man 2 Hände hat, geht das noch besser als mit nur mit 1. Hannes. Ey, guck mal, der ist sogar noch überklebt. Schlau. Genau, fort mit der Mütze hier, was er sich einbildet. Eieiei. Ja, super. Ganzer Unterkiefer fort und quer über die Nase. So sieht es doch gut aus, so würde ich es jetzt lassen. So, die Wand ist nackt, das sieht man auch. Da sind auf einmal Löcher, die überklebt waren. Das ist sehr, sehr gut. Da wird der Vermieter wieder sagen, die Löcher musst du aber zumachen. Da sage ich, die Löcher sind nicht von mir. Das kann dir jeder sagen. Aber ich habe den Beweis auf Video. So, nächstes Problem ist immer noch die Tür. Als ich reinkam, sah die Tür so aus. Ich dachte, ach, eine Tür, super. Und auf der anderen Seite sah die Tür aber ungefähr so aus wie hier unten. Scheiße. Deswegen habe ich da eine schöne Klebefolie dran, dass das einheitlich ist. Aber die Tür soll auch weg. Adi, Schatz. Deswegen muss man jetzt irgendwie versuchen, die ganze Tür abzureißen. Ungefähr so. Boah, wenn man es von rechts nach links komplett rüberziehen kann, das wäre ja ein Traum. Ich sage dir, Scheiße. Muss aber auch oben hin. Weil die ganze Folie ist auch einfach mal aus, weil die einfach irgendwas abblättert. Alles Schatz. So, hier, die Tür wird langsam nackig. Der Thomas wird auch gleich nackig. Ich habe gehört, wenn die Tür fertig ist, geht's noch mal zum McDöner. Hui! Da freuen sich alle. So, die Tür ist jetzt auch fertig. Sieht wieder richtig hässlich aus, so wie sie vorher war. Hässliche Tür. Da war mal ein Guckloch, da war mal ein Schussloch. Das sieht aus. Ich glaube, hier hat mal 50 Cent gewohnt. Hier ist schon wieder was in der Wand. Hey, hey, wieso haben sie denn das nicht zugemacht? Das war schon. Hier auch an der, was ist das? Was machen die da? Hat jemand mit der Pumpgun? Und dann ist es überall verteilt. Das sieht auf jeden Fall explizit aus. Warum möchte man diese Tür, weil die heller ist, von Sinnen? Wahrscheinlich will sie die nochmal extra selber bekleben und hat keinen Bock, die alte Folie noch abzumachen. Oder macht ein Greenscreen dran. Dann kann die immer den Hintergrund auswechseln. Genau. So, der Fred Durst hat jetzt gerade hier draußen noch so Pappe gefunden. Und Hannes, wieso willst denn du das jetzt bist machen? Bist du bereit? Hä? Er möchte es machen. Du willst es machen? Er will es willst machen. Willst du? Ich kann auch filmen und du ziehst nur alles eine drüber. Mir soll egal. Ich eine drüber ziehen? So wie beim Wrestling. Nicht auf den Kopf. Ne? Also Kopf nicht auf den Kopf. Okay. Wir sind bei der WWE freundliches Produkt. Und der Thomas jetzt voll durchziehen. Ja, und das ist ja, der ist ja vorher schon rumgeknackt. Lass doch das Geländer in Ruhe. Das hat man gehört, genau. Das hat man auch gespürt. So, darf ich auch noch mal beim hier. Hannes. Ja, bitte. Vielleicht kriege ich ja noch einen hin beim Hannes. Einfach einmal. Das hat auf jeden Fall noch ein Geräusch gemacht. Ja. Wie fühlt es sich an? Wunderbar. Wie fühlt es sich an, so geschlagen zu haben? Wir sind Divas von der WWE. Das ist nur Sports Entertainment. Da keiner wird verletzt, vor allem nicht die Tiere. So, uns hat es schon wieder in unser Stammlokal gezogen, aber ohne Stamm dran, weil das ist der letzte Tag.
Die letzte Nacht ist vorbei, gleich wird noch die Katze weggemacht. Und da ist der Thomas, der ist schon wieder da. Ist da Knoblauchsoße dran? Ja. Gut. Die Genade. Ja. Ja. Teller Nudeln. Das sieht ja richtig gut aus mit dem Grünzeug, Unkraut dran. Ja. Der Hannes, der hat einfach nur eine Rolle Alufolie gekauft. Genau. Das ist der Hannes. Ja. Ronny, Hannes, alles original. Das ist eigentlich eine Pizza Mafia mit Schinken und scharfem Pfeffer. Gibt's auch unscharfen Pfeffer? Jetzt bin ich sehr überfragt. Und wir essen das jetzt und dann kommt die Katze weg. Guck mal. Guck mal da rein. Jetzt ist natürlich keiner mehr da. Die warten alle. Muss ich die Katze nehmen und hier reintun? Adi, schnell! Nein, Adi! Du musst da rein und die Tür muss zu. So, Baby! Mach mal das mal ab, dass du was siehst. Adi, Schatz! So, das muss jetzt mit. Das war's auch mit und hier ist immer noch alles. Ich habe den Adi-Schatz jetzt mitgenommen Richtung Bahnhof. Die anderen haben gesagt, sie müssen laufen. Die sind jetzt losgelaufen. Die kommen dann irgendwann da vorne. Eigentlich ist ja Platz im Auto. Hätte man ja einen Rucksack auf den Schoß nehmen können, aber wir haben auch ein bisschen Zeit. Keine Zeit gehabt. Kommunikation war nicht da. Jetzt stehe ich alleine hier und warte. Adi-Schatz ist auf jeden Fall jetzt hier. Der zittert total. Wenn man sich den mal beobachtet, der ist am Bibbern und am Zittern, der weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Der wird jetzt überführt. Adi, Schatz? Überführung? Ja, warten halt jetzt, bis die Reste kommen. Irgendwann. Ich hoffe, die wissen, wo der Bahnhof ist. Noch. Nach einer Woche. Tschüss, Hannes. Tschüss. Oh. Tschüss, Jenna. Tschüss. Oh. Tschüss, Greenscreen. Ah! So, die Jungs sind weg. Jetzt muss ich nur noch ein Adi wegschaffen. Dann gehen wir mal hier hin. Machen wir das Auto auf. Müssen den, glaube ich, noch anschnallen, damit es auch passt. Adi, das ist viel zu groß. Weißt du das? Geht das, wenn man das hier drum macht und anschnallen will? Ich glaube, das funktioniert nicht und hat auch gar keinen Sinn. So. Jetzt ist der Adi angeschnallt. Adi, Schatz, auf geht's. Auf geht's. Adi. Adi, Schatz. Adi hat jetzt fast eine Stunde lang in dieser komischen Truhe gehaust. Weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. So. Tschüss, Adi, Schatz. Jetzt ist der Adi abgestellt. Versuchen jetzt mal sein Türchen zu öffnen. Und gucken mal, ob er rausgeht. Adi. Willst du raus? Kommst du raus? Lass dir Zeit. Machen wir es wieder zu. So. Nein, Adi, du kannst gerne raus. Schnüffel dir den Weg frei, genau. Und guck dir das andere Sofa an. Ah. 15 Uhr, Ispo ruft an. Yo. Adi, Schatz, alles Gute.
So. Und jetzt musste Adi sich irgendwie zurechtfinden. Aber wir sind trotzdem noch nicht fertig. Dann muss er immer noch in der Wohnung was machen und aufräumen und sauber machen und die restlichen anderen Sachen raus. Noch lauter Pipifax und dann kommt noch Innenstaubbart weg. So, da haben wir noch ein kleines Bonus-Feature, Bonusmaterial hinter dem eigentlichen Video. Guckt euch mal diese Tür an. Normalerweise kommst du immer hier rein, ne? Kannst aber hier eigentlich auch durchlaufen. Das heißt, die Tür kannst du zumachen, kommst trotzdem hin und her. Jetzt habe ich ein super geniales Regal gefunden, wo ich mir dachte, passt das nicht besser hin als diese Tür. Wenn man die Tür zumacht, weil die ja hier an der Wand ist, ist ja Quatsch. Wenn du die zumachst, siehst du auf einmal, hä? Die Tür ist zu. Aber irgendwie fühlt man sich dann eingeengt, aber es ist plötzlich super viel Platz hier in dieser Ecke. Die Tür passt jetzt deshalb nicht, weil die Tür, die eigentlich hier die Tür ist, die ist schon weg. Die habe ich in den Keller geräumt. Da war eine Glasscheibe drin. Und zu Dekorationsvorzeigezwecken, meine ich, habe ich jetzt extra die Schlafzimmertür genommen und hier eingehakt, dass ihr seht, dass hier immer eine Tür ist, die mich total nervt. Und deswegen machen wir jetzt erstmal so. Und mit dem Zaubertrick seht ihr, die Tür ist fort und ihr habt hier mega viel Platz. Hier ist jetzt Platz für was anderes. Das geht dann ungefähr so. Und mit dem zweiten Zaubertrick sehen wir ein Regal. Das ist perfekt, so muss das sein. Das hätte ich gern als Stream-Hintergrund, um da Samyang-Nudeln und Soßen reinzustellen. Aber das passt nicht dahinter. Das sind nämlich Enten. Deswegen werden wir das einfach trotzdem als Küchenregal nehmen und hier Samyang und Soßen reintun. Und das können wir euch dann auch nochmal zeigen, wenn es fertig ist, mit diesem Trick. So sieht das Ding dann aus, wenn da ein bisschen gefüllt ist mit Samyang, mit Soße, mit Nudeln und mit Pupsis komischen Resten von Fischkonserven. Und ja, das ist aber nur ein Anfang. Und so kannst du aus einer Tür einen Schrank machen. Und als nächstes muss dieser komische Umzugsbart weg. Das gehört nämlich auch noch dazu. Frisur, Bart, einfach mal wieder rumlaufen wie 14 und nicht wie 15, ja. Adi Schatz, alles Gute. Nee, das ist natürlich jetzt nicht der Adi Schatz, das ist die Frisur. Der Bart ist auf jeden Fall jetzt hier so weg. Hier ist so, ich sehe aus wie Andreas Schulmann. Guck dir die Frisur an, links, rechts, sieht hier total merkwürdig aus und in Wirklichkeit noch schlimmer. Das könnt ihr mir glauben. So, this is a Ramses Production. Und so muss man sich das vorstellen, sah das die ganze Zeit aus. Da bist du wochenlang immer eine Stunde nach Hibu gefahren, hast das Auto vollgepackt, hast die Sachen mit dem Auto durch die Umleitung nach Hessberg gebracht, bist wieder zurück durch die Umleitung, hast wieder die Sachen ins Auto gepackt, durch die Umleitung, dann das Auto wieder vollgepackt nach Meiningen und so weiter, wochenlang hin und her. So sah das ungefähr immer aus. Ich habe leider immer vergessen, die Kamera mitzunehmen. Aber jetzt, das müsste theoretisch die letzte Fuhre gewesen sein, wie ja alles zusammengebrezelt ist. Apropos Brezel, das ist auch eine Brezel für einen Adi Schatz. Alles Gute! Und ja, jetzt muss man nur noch mal in die Wohnung noch sauber machen, spachteln, weisen, irgendwas hin und her und dann Wohnungsübergabe. So, das ist das letzte Mal, dass ich jetzt in der Wohnung bin. Ich möchte euch noch ganz kurz zeigen, wie die Zimmer jetzt aussehen, nachdem alles rausgeräumt ist. Alles nicht unbedingt, denn die Wohnwand wird übernommen von der Nachmieterin. Das Tischchen wird auch übernommen. So sieht das jetzt aber aus. Das ist alles leer. Da war immer meine Streaming-Ecke mit PC. Hier war das Superwandertour, das Sofa. Da wurde drauf gefeiert, Wrestling geguckt, alles mögliche. Da gechillt mit Fernseher. Jetzt alles leer. Es hallt auch, wie ihr hört. Ihr seht hier den Flur. Flur ist an sich auch leer, hier steht aber noch ein Sofa für die Nachmieterin. Dann habt ihr die Küche, ihr kennt ja noch Ramses Kitchen. Hier waren immer die Bud Spencer Pizzakartons an der Wand. Hier stand das ganze Zeug rum, was ich testen wollte. Hier war mein Gefrierschrank, wo ich immer gesessen habe. So habe ich gesessen in der Ecke, Ramses Kitchen gedreht. Das ist auch weg, die Stühle, der Tisch wird übernommen, die Küche wird übernommen. Und jetzt habt ihr hier alles, was ich immer gemacht habe. Mikrowelle habe ich noch mitgenommen, Ofen steht noch da. Und ja, Bad können wir auch kurz zeigen. Nochmal. Ich will mitkommen. Du kannst du doch.
Hier seht ihr das Badezimmer jetzt ohne die grünen Fliesen. Das war immer das Highlight. Jeder, der da war, hat sich gefreut über die grünen Fliesen. Auch viele, die die Wohnung übernehmen wollen, haben gesagt, die wollen die grünen Fliesen übernehmen. Jetzt sind die grünen Fliesen alle ab. Waschmaschine war erst neu, wird jetzt auch übernommen. Und hier haben wir immer gesessen, wenn wir Unboxing gedreht haben, Unboxing gemacht. Adi war im Waschbecken. Jetzt ist kein Adi mehr da im Waschbecken. Und wo ich jetzt Unboxing mache, weiß ich nicht. Müssen wir uns auch was einfallen lassen. Wir haben aber noch das Schlafzimmer für euch. Das zeigen wir euch noch ganz kurz. So, und natürlich das Schlafzimmer auch. Es hallt, ihr hört, wie es hallt. Da lag immer meine Matratze auf dem Boden. Früher hatte ich mal ein Bett, das stand hier vorne. Dann stand es hier hinten, dann stand es da drüben. Irgendwann ist die Matratze hier gelandet. Das fand ich richtig gut. Hier habe ich Raider Mittwoch über aufgenommen mit meinen Softboxen am Tischchen. Hier waren die ganzen Schränke, die Schrankwände. Adi ist immer da oben drauf rumgehüpft. Und jetzt ist alles leer. Das war der Umzugsvlog. Das ist die Maus, ne? Die klaut schon wieder den Käse. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mariechen!